Du, bei mir ist aktuell so, wie viel Artillerie wollen sie? Vorne. Die drei. Das ist aber auch eigentlich nur so in der Luft liegende Projektile die ganze Zeit. Treffen die was, den Schaden. Wir haben einen Support Commander getötet, oder? Ja, ja, du hast einen Support Commander getötet, der ist durchgerannt. Okay. Selbstmordattentäter. Wo? Meiner hier, mein Battlebot. Wollte schon voller Elan reingehen. Naja. Immer kämpfen. Der hat eine Heavy Point Defense Batterie installiert in seiner Base. Crazy. Kannst ja genau mit denen im Artillerie-Modus, kannst ja die ganzen Frontbasen von denen angehen da. Der kann ja eh wahrscheinlich richtig gut leveln. Da vorne. So. Sieht auf jeden Fall gerade ganz gut aus, aber es ist immer noch fraglich, wie lange, ja, endet. Denn experimentelle kommen, meine Verteidigung ist noch nicht stark genug, um die aufzuhalten. Ich werde jetzt gleich aber umrüsten, ja, auf jeden Fall stärkere Sachen bauen. Vorne. Aber jetzt erst noch die Verteidigung ein bisschen weiterstellen. Und wie viel Masse kriegst du schon? 495. Okay.
Nice. Viel Artilleriefeuer. Wie viel bekommst du eigentlich? Hast du es gesagt oder habe ich geschlafen nee. Schon? 800, 900. Aber mir geht gerade die Energie flöten. Hast du was Energie für mich? Minus 230 Grad. Hey. Ich kann aber Schilde ausmachen, dann müsste ich einen Überschuss haben. Können Sie dies? Herzlich Überschuss. Ich hab gerade die Masse-Extraktoren-Upgrades gestartet und dann kannst du ja schalten die sich nicht mehr aus, also die lassen sich dann nicht mehr ausschalten. Masse-Fabrikatoren meine ich, nicht Extraktor. Ja, und da die sich nicht mehr ausschalten lassen, schlecht. Und ist der Basilisk schon gelevelt? Stufe 3. Nice, dann kriegt er bestimmt schon 5 mal Leben oder so pro Sekunde. Ja, 550. Nice, geil. Im Prinzip kann er erst, ja, im Prinzip kannst du den Siege-Mode ausmachen, wahrscheinlich dann also Frontalkampf kämpfen bei dem Ding da vorne. Ja, bei den Raketen aktuell nicht. Ja, wenn du den Siege-Mode ausmachst, kannst du nicht hin und her laufen. Dann treffen die dich ja nicht. Im Prinzip treffen die dich dann nicht. Wo ist kaputt gegangen? Irgendwo muss ein Support Commander gestorben sein. Das war dein, oder? Ja, das ist deiner macht ja auch zwischendurch Geräusche. So, schön geordnete Patrouillen. Alles schön abgedeckt bleibt. Ding. Also Energie ist bei mir wieder, sollte jetzt wieder gut sein. Und natürlich nicht ja, ja, habe ich direkt gemerkt. Das Schild ist wieder an. Meine Tier 3 Artillerie ist durch.
Wo denn? Ach da, du hast die vorne sogar gebaut, die kann ich überall hinschießen im Prinzip. Oh, die kommen gerade mal ran. Trotz meines extremen Dauerfeuers von Artillerie. Wundert mich jetzt nicht, dass diese Projektile die nicht aufgehalten haben. Nicht so wie bei Cybill oder UF, ne? Wo fast gerade das Projektil dir ins Gesicht fliegt. Da tröpfelt es dir wahrscheinlich noch so in den Nacken manchmal. Genau. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Achso, du musst deine Siren Units, die genau auf meinen Gebäuden stehen, da will ich da Sachen umbauen. Ne? Also am besten nicht vorne bei mir auf die Verteidigungsgebäude stellen. Sonst kann ich da nicht bauen. Hier, deswegen habe ich da unten auch schon keine Schilde gebaut, sehe ich gerade. Oder nee, die müssen zerstört worden sein. Diese Gunships werden sich immer höher stacken, weil sie einfach so langsam fliegen. Ist ja erstmal nichts Schlimmes, ne? Bis halt die Unit Caps voll sind. Die mit Caps. Stimmt, deswegen hätte ich die auch nie gebaut. Weil die Unit-Anzahl, beziehungsweise die Unit-Anzahl von denen immer so schnell gesprengt wird. Da immer noch diese Basilisken direkt auf den Sachen stehen. Ja. Genau diese Ecken im Prinzip von diesen Pyramiden werde ich jetzt die besseren Wachen mit reinbauen. Aber das war noch ein Upgrade durch zu vom Commander. El Commandore. Weil diese Multi-Role Point Defense Boden und Luft wirklich gut. Und dann baue ich diese Projektilverteidigungsgeschütze noch. Die dauern ewig, kosten viel, aber sind sehr strong, wenn die fertig sind.
wird das wieder anders in der Sinne. Das müssen zwei sein und dann die aus der rechten Base, da schießt auf jeden Fall so eine Artillerie die ganze Zeit auch auf meine Schilder. Wie ist das Gefühl? Ja, das ist eine Artillerie. Ah ja, guck wie das Support ist so gut. Ist diese Streuraketen von dem Ding da, wenn du dir in Artilleriemodus ausschaltest, sieht so cool aus. Finde ich. Ist es auch. Ist auf jeden Fall eine witzige Idee. Gewesen. So, die Upgrades da wurden ja automatisch durchgezogen, möglicherweise. Mhm. Gar nicht dran gedacht. Colossus, okay. Dann geht's gleich los. Oh, jetzt die T4-Verteidigung da vorne. Gucken wir mal, wie lang das dann so hält. Aber gerade das mit der Projektilabwehr ist gut, aber nicht gegen den Colossus halt. Aber dein Regenerative Ultra Heavy Basilisk, nennen wir den Basilisk, der tankt das bestimmt. Locker. Den Damage von dem. Jocke. Was schön wäre, so permanent Vision. Ich muss mal gucken. Kann ich machen. Wo denn Permanent Vision? Ja, dass ich mit der Artillerie hier beispielsweise reinschießen kann. Ja, kann ich machen. Also. Aber du kannst auch da permanent reinschießen. Du kannst ja auch der Artillerie sagen, Bereichsfeuer anmachen. Dann drückst du A und dann linksklick einfach irgendwo hin, wo du halt hinschießen sollst. Jetzt kann der bei sich auch in die Base schießen. Kann auch deinen Commander töten. Kann auch meinen Commander. Ist dir dann egal. Schießt halt in den Bereich, den du angegeben hast. Boah, sind die teuer, die Geschütze. Crazy. Ja, das wird jetzt dauern. Ja, minus 1300 Masse. Das Ding kostet halt 36.000 Masse, ne? Ein Verteidigung, Lambada. Generator Advanced Point Defense. Ja. Wer kennt es nicht? Aber gerade zur Projektilverteidigung, das heißt, falls die Schilde mal down sind, wird das Ding, glaube ich, sehr interessant. T4 Anti-Air brauche ich noch. Ja, die muss danach gebaut werden. Und dann hoffe ich, du schaffst es, den Koloss mit abzuwehren. Auf jeden Fall.
Kannst du den einen Hitchstock, ja, den Atomabwehr, mobile Atomabwehrraketenwerfer, bisschen nach hinten stellen zu den Air Staging Bacons? Ich wollte gerade den normalen Namen aussprechen, aber die heißen einfach Iyatu Utute. Ja, das habe ich gemacht. Gut. Danke. Dauert eh noch, bis mein Commander da sein wird. Zeittechnisch steht da 70 Minuten wieder, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass es wieder 70 Minuten dauert. Commander, an enemy Colossus has been sighted. HQ out. Ja. Ich baue dann gleich die mal, Sicht. Mit der Artillerie nicht rein. Bitte? Obwohl der den Koloss anschießen könnte, schießt er den nicht ab. Jetzt aber. ...46 Scouts einfach am Rumgurken hier. Commander, an enemy Colossus has been sighted. HQ out. Ah, lol, der ist... Ach so, der hat da auch einen Dings gebaut, einen... Ich kann nichts sehen. Du kannst auch nichts sehen. Hier... Commander. An enemy Colossus has been sighted. HQ out. Ja, das ist klar. Wie viele Kills, glaubst du, hat diese T3-Artillerie so im Durchschnitt gemacht von mir, die ich da relativ früh ganz am Anfang gebaut habe? Nicht die, die ich jetzt am Ende jetzt gebaut habe. 200. Commander, an enemy Colossus. Die Barrage-Artillerie da vorne. 200. Okay. Und jetzt so 15 bis 30 Kills jeweils. Okay, das kommt mir deutlich mehr vor. Ja, die machen halt nichts. Das ist halt zahlentechnisch, spricht das halt einfach für sich so. Das ist halt einfach wirklich, keine Ahnung, das sieht toll aus, ne? Aber es ist, ja, einfach mehr Projektile im Spiel. Da haben diese Tier 2 Verteidigungsgeschütztürme auch fast so viele Kills, die ich am Anfang gebaut habe. Ja, auch so 8 bis 13, also nicht so viel, aber fast so viel wie die Artillerie, die einfach, keine Ahnung, bis zu deren Base da schießen kann. Die trifft halt nichts so. Das wird schon ein bisschen dumm. Achso, meine Nuke Defense ist übrigens immer noch nicht voll geladen, sondern hat halt gerade mal erst 6 da vorne, habe ich da insgesamt mit 3, weil ich ja die ganze Zeit so fett im Minus bin, was Wasser angeht. Aber ich könnte jetzt Vision machen. Now there is Vision. So. Jetzt siehst du immer alles. Das sind 2 Kolosse, siehst du so. Kolosseen sind da, 2 Kolosseen. Hat denn? Die haben da auch deren experimentelle Bodenabwehr stehen. Ja, genau. Ja, die eben auch angesprochen. Die ist schon not bad. Die tut auf jeden Fall weh. Thank you.
So. Bei dem anderen, den kann ich jetzt auch Vision machen. Weg. Sehen wir immer alles. Bis ich keine Energie mehr habe. Nee, so viel zieht das noch nicht, aber kann. Ja, guck mal, was genau. Jetzt meine Dings reinballern kann. Das ist schon richtig gut. Die Artillerie-Dinger, ja. Ja, die sind schon extrem assi, auf jeden Fall, was das angeht. Die sind halt immer noch so ein bisschen gefährdet durch die ganzen Kolosse. Aber ja, guck mal. Von rechts kommt halt auch manchmal sowas, wie du da siehst. Ist dann auch sehr gefährlich, glaube ich, auf Dauer. Alles Anti-Air hat von denen. Crazy. Mal sagen, ob da mein Basilisk das stört. Der steht da so ein bisschen bei dir in der Base dran. Ne, da nicht mehr. Da wird jetzt nichts mehr gebaut. Erstmal. Bei dem unteren, da drunter, unter dem Schild, wo noch was frei ist, da wird T4 Anti-Air nachher gebaut. Das dauert aber noch ein bisschen lange. Wenn der gegnerische Rote jetzt mit Projektilwaffen schießen würde, also wenn der jetzt mit Fatboys und Co. kommt, die sind halt gut, die werden halt abgewehrt irgendwann, wenn die Schilde down gehen sollten. Was sie halt auf kurz oder lang gehen, wenn ihr da einen komplett zuspammt. Der ist generell sehr passiv gewesen, bis auf den Block da rechts unten, was das angeht jetzt. Im Gegensatz zum Orangen. Und der Rote hat halt viel mehr Punkte wie der Orange. Das heißt, der hat halt sogar noch viel mehr in der Hinterhand. Wird auf jeden Fall noch interessant. So. Sollen wir noch Vision machen? In dem seiner Base kommt er nach oben machen. Denken. Uns mal alles an. Also er hat auf jeden Fall seine Nuke Launcher schon gebaut. Dann ein